Denk nur mal an die Schockwirkung. Eine Hauptdarstellerin, die in der Mitte der Handlung stirbt. Gib es zu, das fasziniert dich doch auch, oder, Liebes? Komm schon, gib es zu. Gib es zu. Ich denke, das wäre ein schwerer Fehler. Warte nicht bis zur Mitte des Films. Töte sie nach 30 Minuten. So. Ich habe selbstverständlich auch ein paar Fragen. Ich bin natürlich Schauspielerin, aber in erster Linie Ehefrau und Mutter. Und ich bin neugierig zu erfahren, wie Sie genau vorhaben, diese Duschszene zu drehen. Ja, Sittenwächter Sherlock auch. Es ist nur das... Naja, ab hier sehe ich nicht gerade knabenhaft aus, von daher... Erlauben Sie mir, Sie zu beruhigen, meine Liebe. Ich werde kurze Einstellungen aus verschiedenen Winkeln drehen. Geschnitten deutet die Montage die Nacktheit allenfalls an, ebenso die Gewalt. Nichts wird tatsächlich gezeigt. Aber natürlich, dadurch, dass Sie in der Dusche sind, wirkt es gleich besonders, nun ja, reizvoll. Bitte entschuldigen Sie mich. Tja, erfreu dich am Pool, mein Liebes, solange du noch kannst. Wir haben ihn vielleicht nicht mehr lange. Wieso? Paramount weigert sich, die Finanzierung des Films zu übernehmen. Oh, Hitch, das tut mir so leid. Lou kann das Geld nicht auftreiben, zumindest nicht auf die Schnelle. Wieso wartest du denn nicht? Nein. Wir werden den Weg allein gehen, altes Mädchen. Wir finanzieren ihn selbst. Müssen wir dafür das gesamte Haus verkaufen oder nur den Pool? Ich will diesen Film machen. Ich frage dich nur einmal, danach erwähne ich es nie wieder. Wieso gerade dieser Hitch? Doch nicht nur, weil so viele Leute Nein sagen, oder? Erinnerst du dich an unsere Freude und Erfüllung, als vor vielen Jahren alles angefangen hat? Wir hatten überhaupt kein Geld, oder? Und genauso wenig hatten wir beide Zeit, aber wir riskierten was, habe ich recht? Wir haben experimentiert, wir haben neue Wege gefunden, Filme zu machen. Weil wir es mussten. Ich sehne mich nur danach, dieses Gefühl wieder zu spüren. Diese Freiheit. So wie früher, weißt du. Jeder von uns kennt dunkle Fantasien voller Gewalt und Horror. Ich bin nur der Mann in der Ecke mit der Kamera. Der zusieht. Mr. Hitchcock, Sie sind der berühmteste Regisseur der Filmgeschichte, aber Sie sind 60 Jahre alt. Soll man nicht aufhören, wenn es am schönsten ist? Das ist mörderisch. Ich bekomme schon Blasen vom Zusehen. Er sucht wie ein Besessener nach seinem nächsten Projekt. Ich brauche etwas Frisches. Etwas anderes. Es war dieses Messer, das nur einen Moment später Ihren Schrei abschnitt und Ihren Kopf. Charmant. Doris Day sollte daraus ein Musical machen. Guten Tag. Dieses Buch, Psycho, ist teuflisch unterhaltsam. Wird es wirklich Ihr nächster Film werden? Ja, Madam, ganz nebenbei. Kosten Sie die Fingerhäppchen, das sind echte Finger. Niemand respektiert den Namen Hitchcock so wie Paramount. Doch auch ein Genie setzt manchmal auf das falsche Pferd. Das ist Mr. Hitchcocks nächster Film. Schön, wenn Sie das Geld beschaffen. Auf welchen Namen soll ich ihn ausstellen? Und verkaufen wir dafür das gesamte Haus oder nur den Pool? Das fasziniert dich, oder? Eine Hauptdarstellerin, die in der Mitte des Films stirbt. Wie genau wollen Sie diese Duschszene drehen? Es ist nur das... Naja, ich sehe ab hier nicht gerade knabenhaft aus. Du solltest nicht bis zur Mitte des Films warten. Töte sie nach 30 Minuten. Oha. Warum lassen Sie ihn etwas so Geschmuckloses tun? Regen Sie sich bitte nicht auf, Schätzchen. Es ist nur ein alberner Film. Mehr Rage! Mehr! Ah! Ich bin die Frau eines Mannes, der von Morden besessen ist. Er wird in diesem Land nicht gezeigt werden. Sie zeigen mir sofort aus, Mitte!
Ich stehe unter ganz besonderem Druck bei diesem Film. Da wäre deine volle Unterstützung doch wohl das Mindeste. Wir bürgen dafür mit unserem Haus. Ich bin deine Ehefrau. Ich feiere mit dir, wenn die Kritiken gut sind, und ich weine mit dir, wenn sie schlecht sind. Und ich bin freundlich zu den Menschen, die durch mich hindurchsehen, als wäre ich unsichtbar, weil sie ja nur eins sehen. Das große und glorreiche Genie Alfred Hitchcock. Wie endet er? Ich habe Mutter versprochen, nichts zu verraten. Du Schuft, in dieser Aufnahme ist sie ja nackt. Ihre Brüste waren so groß, dass es schwierig war, sie nicht zu zeigen.